Lass mich noch mal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schaffen wir uns mal einen neuen Bauauftrag. Machen mal hier ein bisschen Planung, also den auf 0. Okay, sagen wir, ich baue ein Zentrallager hier irgendwie in die Mitte. Könnte ich da 8 Stockpiles drin unterbringen? Mhm. Mach mal das erstmal so, dann gucken wir noch mal. Wir könnten dann auch... da es keine Mitte gibt, würde sich es am ehesten anbieten, hier so. Oder so ein Stockpile für die Bomben hinzumachen. Weil die ja eher Ausrüstung sind als das ganze andere Zeug. Also wenn ich hier Stockpile für die Bomben hinmachen würde. Und jetzt hier mal mein Ding weiter planen würde.
So ist die Frage, wollen wir da ein Flachdach drauf oder wollen wir auch wie bei der Kirche ein Dach drauf haben? Glaube aber fast ein Flachdach reicht. Ist die Frage, wollen wir es... Reicht uns das von der Höhe oder gehen wir noch eins höher? Komm, gehen wir noch eins höher. So. Okay. Beziehungsweise machen es so. So und so. Ist wie veralbern. Mal überlegen, wie machen wir das denn am dümmsten? Das wird so auch nicht viel bringen, glaube ich. Weil da ist dann zu viel Abstand da dazwischen. So ist definitiv zu viel Abstand zwischen den Brettern. Ja. Verwerf erstmal das ganze Zeug. Es jetzt enger zu machen, bringt nichts. Das ist zu hoch. Das sieht eigentlich fast schon zu Overkill aus, was ich gerade hier mache. Also ja, die Stockpiles wieder dahin.
Das war jetzt zu viel. So. Ja, das klappt sogar. Genau, das wäre das Dach. Aber ja, tun wir das erstmal wieder verwerfen und bauen erstmal nur. Hier das Grundgerüst. Die Höhe können sie bauen, ohne dass sie klettern müssen. Oder wir machen allgemein ein offenes Lager und überdachen nur links und rechts. Ah, das könnten wir auch machen. Ja, da müssten wir aber ganz anders planen. Ja gut, das überlege ich mir dann, bis es soweit ist. Wir gucken erstmal, wie hier so der Stand der Dinge ist. Die sind ja ziemlich weit gekommen, während wir da geplant haben. Was macht der Steinbruch? Der hat sogar noch ziemlich viel Stein übrig, muss ich sagen. Dafür, dass wir hier die steinlastige Kirche nach und nach hochziehen. Aber hey, ja, das Hauptdach der Kirche ist fertig. Sehr schön, jetzt müssen nur noch der Glockenturm oder der Kirchturm, besser gesagt, weil wir haben keine Glocke, die wir da reinpacken können, fertiggestellt werden. So. Ja. Das ist wie gesagt, wird noch der Kirchturm.
Oder das Dach vom Kirchturm. So, jetzt fehlen uns gerade wieder Steine. Aber da kommen sie ja auch schon wieder. Ich hätte aber nicht erwartet, dass wir die Kirche in der Aufnahmesession so weit kriegen. Dann könnt ihr auch schon mal den Altar. Hier hinsetzen. Ja, der braucht ein bisschen was an Ressourcen. Der braucht sogar einen Stein. Tux läuft wegen einzelnen Steinen in der Gegend rum. Finde ich auch sehr toll. Jetzt kommen sie da alle mit Metall angelaufen. Warum haben wir da einen, der nicht im Quarry arbeitet? Das finde ich jetzt gerade sehr interessant. So kriegen wir wenigstens viele Steine zusammen. Aber ja, es ist mal wieder soweit. Save Game. Das da. Save Override. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.